wieder geschehen. Unglaublich, ich verliere eine Grafschaft nach der anderen. Als nächstes bin ich wohl selbst dran. Ich bin verloren. Ich denke, ich reite besser zurück, um Verstärkung zu holen. Oh, zurückreiten? Wäre es nicht einfacher, eine Botschaft zu senden? Ihr braucht euch wirklich keine Sorgen zu machen. Ich bin zurück, ehe ihr euch verseht. Bis bald, ehrenwerter Freund. Bis bald. Bald haben wir den ganzen Süden eingenommen und ein freundliches Guten Tag und Hallo, beziehungsweise seid wieder gegrüßt, meine werten Gefährten, zu einer Runde Stronghold. Das müsste die 7. Mission sein. Und dann gucken wir mal weiter rein. Das Ende der Belagerung, obwohl diese Grafschaft als neutral angezeigt wird. Vor vielen Tagen lang ist's her, log die Ratte, dass sich die Balken bogen. Diese Unart störte manche sehr, und Pfeile bald vom Himmel flogen. Die Ratte hörte Bögen zischen und sputete sich, um zu entwischen. Doch wer Unrecht sieht, der erntet den Lohn. Auch der Ratte wird ihre Strafe drohen. Oh. Die Barden im ganzen Land geben ihr Bestes, um die Autorität der Ratte zu untergraben. Da das Urteilsvermögen von Lord Woolsack in Frage steht, übernimmt Sir Longarm die Führung. Kurz darauf erfahrt ihr, dass der nervöse Lord Mannequin den Mut gefasst hat, sich mit euch gegen den Feind aufzulehnen. De Pys, ihr müsst euch um Lord Mannequin kümmern. Wenn sich auch nur ein Lord erhebt, werden es bald alle tun. Nun, ich muss erst meine Grafschaften zurückfordern und ich habe noch nicht genug Truppen, also ich erwarte noch Verstärkung von... Genug! Belagert die Grafschaft, Lord Mannequins, oder ich lasse euch hängen! In Anerkennung eurer Dienste befördere ich euch hiermit zum Kommandanten aller aufständischen Truppen. Ihr habt es euch redlich verdient. Eure erste wichtige Aufgabe ist es, Lord Mannequin zur Seite zu stehen, bis die Belagerung seines Bergfriedes aufgehoben ist. Lord Mannequin wird belagert und es wäre verheerend für uns, wenn seine Grafschaft fiele. Geht mit einer Kompanie Lanzenträger an Land und führt seine Garnison zum Sieg. Wenn wir hier Erfolg haben, erheben sich vielleicht noch weitere Grafschaften. Jawohl! Auf zum Revolution. Nee, warte, Moment, wie war das nochmal der Scherz? Genau. Menstruation, nee, ich meine Revolution. Hauptsache es fließt Blut. Nein. Scherz, Leute. Das muss jetzt sein. 7. Folge habe ich schon gesagt. Ja, genau. Gut. Auf geht's. Die Burg wird angegriffen. Schafft die Männer schnell auf die Welle. Wir rücken aus. Gut, dann, Moment, Leute, ich werde die Schlacht gleich direkt führen. Jedoch, Mission 7, speichern. Und ich mache wieder ein kleines Päuschen. Und für euch geht sofort weiter. Bis gleich. So, wow, schnell. Ah, Moment, so. Jetzt bin ich wieder da. Gut, Leute, ich habe das Spiel jetzt wieder gestartet. Jetzt müssen wir gucken, mal unseren werten Kollegen hier zu verteidigen. Rücken aus! Ab auf die Mauer. Eure du kannst Befehle? Dich noch. Du kannst dich nicht mehr zurückziehen, jo. Jo, dann wirst du halt sterben. Wohin seid bereit? Bin zur Stelle. Nehmen wir nochmal ein paar Bogenschützen hier aus. In der Hoffnung, dass ich da noch was reißen kann. Sind auf dem Weg. Gut, die nächsten Bogenschützen werde ich jetzt einfach oben noch auf dem Berggipfel positionieren. Aus dem einfachen Grund hier, ne? Bin zur Stelle. Die anderen werden sowieso nicht mehr vernünftig kämpfen können. Nennt euren dann werde ich mal versuchen, meine Bogenschützen zu schützen. Ihr eine kleine Truppe können wir hier lassen. Bin zur Stelle. Bogenschützen wohin bereit. Gehen wir? Ah, gucken wir mal, ob wir da noch was gebacken bekommen. Mein Bogen ist euer.
In der Bewegung! Feind hat die Mauern eingerammt! Ja, dann lass ihn halt erst einrammen. Allzeit bereit! Halt ihn auf! Ein leichtes. Mit Vergnügen, Herr. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Aber flach jetzt sie ab. Alter, die werden immer mehr. Kriegen wir eigentlich überhaupt Nahrung? Nee, ne? Getreidefarm. Oh, Getreide kommt da. Getreide geht dann nach da. Mühle haben wir hier. Und einen Bäcker oder sowas hatten wir, ne? Mhm. Gut, dann bauen wir direkt noch einen Bäcker. Den stellen wir mal direkt neben. Ach, machen wir einfach mal hier hin. Oder auch nicht. Ihr könnt das ja, nicht bitte. Ein Kinderspiel. Mein Herr, wir haben den feindlichen Angriff ihr überlebt. Könnt auf uns zählen. Okay, oder so. Jetzt bauen wir den Bäcker. Der Bäcker könnte ja erst eher hierhin jetzt hingehen. Weil hier sammelt er das Brot ein, bringt es danach da. Also, glaube ich, eine gute Positionierung. Ja, machen wir da nochmal so ein kleines Loch dazwischen, damit da alles durchflutschen kann. Und nun werden wir erstmal unsere Burg ausbessern. So. Machen wir es hier schön runter. So, das war's ja erstmal. Und natürlich das Tor reparieren. Was wir hier vorne nachher machen, müssen wir nachher auch noch gucken. Was mal interessant wäre. Nee, wir haben keine Verteidigungsanlagen. Ah, haben wir Pech gehabt. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ist auch nicht viel. Keine Steuern ist eine Sache, aber wie wäre es mit einer kleinen Gabe? Nun kommt schon. Nein, wir werden keine Gabe machen. Eigentlich hätte es besser hier positionieren sollen. Oder da. Egal. Sieht da schöner aus. Wohin gehen wir? Ja. Jetzt können wir eigentlich mal ein vernünftiges Tempo machen. Unsere Lebensmittelvorräte. Brot haben wir ja auch mal ein bisschen mittlerweile. Gut, dann können wir doppelte Ration machen. In der Schatzkammer, Gold. Und eine neue Hütte. Die kommt ja mal ganz am Rand. Die ist ja uninteressant. Dadurch kann ich... Ich habe gehört, ich glaube, ich kann 3 von den Farmen haben. So, für eine Mühle. Die sind ja hier auch ein bisschen unterfordert, das sieht man ja. 8 Bäcker war die Aussage. Wir haben 4. Aber 8 Bäcker sind, glaube ich, im Moment noch ein bisschen zu übertrieben. Wir haben gerade mal 13 Mehl. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Und Piken bräuchten wir ja auch. Aber den Pikenier, den baue ich direkt daneben. Also findet sich auf dem Weg. Naja, das ist gut. Was braucht man noch? Holz. Holz. Haben wir keinen Holzfäller? Och, das wäre natürlich... Ach doch, da 3. Die haben ein ordentliches Stück zu gehen, ne? Haben wir sonst nirgendwo was? Draußen, ne? Auch nicht besonders dolle. Ja, bin zur Stelle. Wir lieber 2 Bogen. Bin zur Stelle. Zack. Und ja, da wir Pfeile eher brauchen als Piken, noch ein Pfeilmacher. Ja. Machen wir auch Ihr noch. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Hier so einen kleinen Durchgang, um da auf jeden Fall immer durchgehen zu können. Spielt mit dem Ball. Guten Morgen, eure Lordschaft. Ihr könnt auf uns zählen. Ein Pikenier. Bin zur Stelle. Ein Bauer. Ja. Rücken aus. Ein Bogenschütze. Gut, dann machen wir mal schneller. Ah, die Bogenschützen müssen wir eigentlich jetzt da vorne positionieren. Und unsere Mauer ausbessern. Beziehungsweise nicht ausbessern, verbessern. Nee, das bringt uns gar nichts. Zack. Damit die halt nicht so schnell eingerissen wird wie gerade eben. So,
Da vorne, das ist mir egal, also die Palisaden werde ich nicht verteidigen. Mein Bogen ist euer. Sind auf dem Weg, mein Herr. Eure Befehle? Ab hoch. So. Bin zur Stelle. Wieso kriege ich fast so schnell... Bin zur Stelle. Das ist doch unglaublich. Ich kriege fast so schnell Bögen, dadurch, dass sie so weit laufen müssen. Das ist eigentlich schon fast eine Überlegung wert, das wieder abzureißen. Egal. Was habe ich denn hier? Hier könnte ich jetzt positionieren, aber die laufen da die ganze Zeit durch. Dann würde ich mir selber ins Knie schießen. So, bauen wir da hin. Ihr schon wieder? Wie konntet ihr ohne mein Wissen hierher gelangen? Wie dem auch sei, ich werde Truppen aussenden, die euch ins Jenseits befördern. Na dann, ihr wenn könnt du was auf sagst. Uns zählen. Womit kann ich dienen? Du musst das ja bin stimmen. Bin zur Stelle. Ja. Rücken aus. Das Volk liebt euch, my Lord. Beliebtheit, Angstfaktor, Steuer. Unsere Goldvorräte egal. Wachsen stetig, Sire. Die Truppen der Ratte greifen an. Wir benötigen Holz. Bin zur Stelle. Truppen. Bogenschützen bereit. Auf die Mauer. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Leute, ich brauch Truppen. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Mein Bogen ist euer. Ja, ich glaube, ich sollte auch mal ein paar von denen da oben positionieren. Wir rücken aus. Allzeit bereit. Falls sie die Mauer hochklettern. Und die bieten ja auch ein bisschen da fliegt er. Dingenschutz. Ja, zum Beispiel dafür. Weg mit den Leitern. Nicht dienen. Die kommen doch nicht so schnell die Mauer hoch. Und hinzu Wunsch. Kommt halt auch noch die halten halt auch Leute, auf die hochkommen. Okay, die Palisaden werde ich nachher auf jeden Fall weiter ausbauen. Denn ich sehe es ja gerade hier. Die beschäftigen die Gegner einfach. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Pfeile bereit. Ja, bitte. Bogen gespannt. Ihr könnt auf uns zählen. Ja. Und weiter. Bogenschützen bereit. Visiere an. Ab nach da. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Sehr wohl, mein Herr. Mein Bogen ist euer. Ziel angepeilt. Mein Herr? Wir rücken aus. Ein leichtes. Der Feind ist bezwungen. Oder so. Und weiter. Ja, bitte. Sehr wohl, mein Herr. Jetzt machen wir mal wieder ein bisschen ruhiger. Damit ich wieder meine Mauer verbessern kann. Oder beziehungsweise ausbessern, nicht verbessern. Dann gehen wir mal hier. Da nochmal ein bisschen. Da haben wir die Mauer ein bisschen verstärkt. Um eine weitere Linie, um sich vernünftig positionieren bin zu können. Zur Stelle. Oh, schön. Benötigt ihr könnt auf uns zählen. Eure Befehle sind wir auf haben dem ziemlich Weg. Viele Bogenschützen verloren. Ist auf jeden Fall wertvoll, sowas zu haben. Eine Hütte. Ja, aber man. Noch eine Hütte erstmal. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Bin euer zur Namen. Stelle. Bin zur Stelle. Ja. In Bewegung. Also die Lanzen bringen gut was. Also es kommen viele Lanzen. Dann baue ich lieber noch einen davon, wenn wir gerade schon davon eingebaut haben. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Bogenschützen Sire. Bereit. Rücken aus. Mein Bogen ist euer. Wir rücken aus. Mein Herr? Ist auch nicht so, dass sie nicht helfen, ne? Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Wir wollten außerdem noch hier diese Palisaden wieder schließen. Weil dann kommen nämlich nur ein paar durch. Ein paar kümmern sich schon um die Kackdinger hier.
die sowieso nicht so interessant sind. Ihr könnt auf uns es werden zählen. Waffen benötigt, Nennt Sire. Euren Wunsch. So. Oh, jetzt können wir wieder schnell machen. Warum hasst ihr uns das denn? Das Volk liebt euch, my lord. Wollte ich gerade sagen. Wir haben kein extra Getreide. Okay. Hier können wir auch nochmal erstmal Ochsenkarren hinstellen. Das ist ja ein bisschen was wenig. Und ganz schnell. Gott sei Dank haben die Jungs. Die brauchen ziemlich lange, um Holz zu liefern. Eine Botschaft der Ratte. Nun seid ihr besorgt, was? Meine Truppen werden euch bald überwältigen. Sind auf dem Weg. Wenn du das sagst, Scheißratte. Ihr könnt auf uns zählen. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, jetzt verbrauchen die halt ordentlich Holz und können jetzt nicht arbeiten, weil ich kein Holz habe. Boah. Die Truppen der Ratte greifen an. Ich muss auf jeden Fall einen Holzfäller haben. Wir benötigen Holz. Übertreibt er nicht wieder so. Naja. Du bist tot. Ich würde bei der Belagerung auch nach draußen laufen. Die Seite ist jetzt natürlich sehr anfällig. Ihr könnt auf uns zählen, gehen wir. Schiebt sie weg! Also so ein, zwei davon ist auf jeden Fall gut. Weg mit den Leitern! Dann kommen die scheiß Pikiniere da nicht hoch, nicht Pikiniere, Lanzenträger. Bin zur Stelle! Das macht schon viel aus. Eure Befehle? Die können sich höchstens hier mit den Mauern beschäftigen und das war's. Aber was ich auch interessant finde, dass der immer so wellenweise angreift. Er greift ja nicht wirklich konstant an, sondern echt nur mal dann, mal dann, mal dann. Da fliegt er! Bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt. Bin zur Stelle! In Bewegung! Unter Befeuer die Mauer erklimmen. Die Burg hat standgehalten. So, gut. Jetzt bessern wir die wieder aus, wie immer. Er macht sie kaputt, ich baue sie wieder auf. Arbeitsteilung, ne? Hahaha. Aber mittlerweile kommen wir ja echt gut damit klar. Das Holz brauchen wir jetzt leider. Waffen sind mir einfach lieber als ein Stückchen Mauer. Eine Botschaft der Ratte. Nicht schon wieder! Es ist nicht zu fassen! Ich bin von Idioten umgeben! Oh. Sieg? Sieg! Sieg? Ich habe mich jetzt auf eine längere Belagerung und mehrere Schlachten eingestellt, nicht nur drei. Aber gut, dann freuen wir uns mal, die Ratte wieder geschlagen zu haben. Ich muss sagen, ich bin wahrhaft beeindruckt von eurer militärischen Leistung. Ich habe selbst schon des Öfteren mit dem Gedanken gespielt, es dieser erbärmlichen Ratte zu zeigen. Ich bin mir sicher, wir kommen zu einer beiderseitig zufriedenstellenden Übereinkunft. Jetzt hat er nur noch zwei Provinzen. Die Ratte und danach ist sie besiegt. Und die Schlange bietet uns ja einen Pakt an. Auch wenn er uns bestimmt wieder später verrät. Eine dringende Botschaft von Sir Longarm ist eingetroffen. Ihr verdient Glückwünsche für die Erfüllung eures letzten Auftrags. Aber wir stehen jetzt vor unserer größten Herausforderung. Kehrt sofort an die Grenze unserer Heimat zurück.
Nehmt eure besten Männer mit. Alles Weitere erfahrt ihr bei eurer Ankunft. Oh mein Gott, wir werden angegriffen. Ihr reitet eure Rösser fast zu Schanden und trefft schließlich mit dem Botschafter Sir Longarms zusammen, der euch euren Auftrag überreicht. Spione berichten, die Ratte plane einen Angriff auf unsere Ländereien. Ihr müsst einschreiten und seine Truppen aufhalten. Es bleibt keine Zeit, um eine Armee auszuheben, aber Herzog Beauregard schickt uns für eine Ladung Bier eine große Streitmacht zur Hilfe. Beauregard hat eingewilligt, uns die angrenzenden Grafschaften ohne Widerstand zu überlassen, sobald die Belagerungsmacht der Ratte besiegt ist. Baut Hopfen an und braut Bier, um es zur Schlange zu schicken. Doch seid gewarnt. Es wird kein leichtes sein, eure Leute bei der Stange zu halten, während ihr euch auf die Erfüllung des Handels vorbereitet. Setzt alle euch zur Verfügung stehenden Mittel ein. Notfalls auch Grausamkeit. Die Streitkräfte der Ratte müssen besiegt werden. Grausamkeit. Also ich muss mich jetzt nicht als sadistisches Arschloch aufspielen, nur weil die ein paar bisschen Bier will. Wir sollten es ja wohl schaffen, die Ratte aufzuhalten, auch wenn wir jetzt nicht die Hilfe bekommen. Aber wir spielen sehr schwer. Und weiter geht's. Platziert euren Kornspeicher. Ich muss jetzt hier mit der 7. Folge, ja, das müsste 7. gewesen sein, aufhören. Ihr kennt das ja. Ich starte jetzt direkt danach die 8. Folge, beziehungsweise nicht direkt danach, schmeiße ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch jedenfalls gefallen. Und ihr freut euch auf die nächste Runde. Wenn es hier wieder heißt Stronghold HD, ja, genau, in der militärischen Kampagne. Schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt von dem weiteren Spielverlauf halt, beziehungsweise vom Spielverlauf davor. Ob ihr wollt euch eventuell ja auch sehr schwere auf sehr schwer weiterspiele. Oder auf normal, wie ihr es halt haben wollt. Ob ihr es mir besonders schwer machen wollt oder halt ein bisschen leichter. Das entscheidet ihr. Und ja, dann bis dann, Leute. Ciao.